Herr Präsident, Hohes Haus, meine Damen und Herren. Der Bundeskanzler hat in seinem letzten Wetterbericht zur Lage der Nation davon gesprochen, dass der Winter vor der Tür steht. Ja, da muss ich Sie doch fragen, wer hat denn bereits vor Monaten, wer hat denn schon im Sommer darauf hingewiesen, dass diese Tage kürzer werden, falls diese Regierung nicht unverzüglich, aber hat sie ja nicht. Wer hat denn gewarnt von dem, was nun eingetreten ist? Gehen Sie doch mal hinaus. Schauen Sie sich doch mal um draußen im Lande. Schauen Sie sich doch mal unsere Bäume an. Ja, wo sind denn die Blätter? Ja, wo sind sie denn? Wir haben den Verlust des gesamten deutschen Blattbestandes zu beklagen. Ach, erzählen Sie mir doch nichts von Tatsachen, meine Damen und Herren, das sind doch Fakten. Ich wiederhole hier unsere Anfrage vom 18. August dieses Jahres. Wann wird die Bundesrepublik endlich überdacht? Wie lange noch sollen Milliardenwerte wie das Kongresszentrum oder der Kölner Dom ungeschützt im Freien herumstehen? Wie lange noch will diese Regierung untätig mit ansehen, wie deutsche Häuser, deutsche Straßen und deutsche Menschen von oben nass gemacht werden? Ja, ja, ich höre Sie wieder sagen, wer wird denn gleich mit Regen rechnen? Hauptsache, wir haben Niederschläge. Aber das ist doch die Einstellung! Ach, hören Sie doch auf, die Einstellung haben wir doch nicht erst seit heute. Zum Beispiel in der letzten Eiszeit, meine Damen und Herren. Wo waren Sie denn da? Wo waren Sie denn da? Ja, ich dulde jetzt hier keine Zwischenfragen. Lassen Sie mich meinen Gedanken zu Ende bringen. Wo waren Sie denn da? Ist doch wahr! Hallo, oh.